So, nach einer ganzen Weile habe ich jetzt endlich mal so ein paar Dinger zusammengeschnitten. Nicht hochprofessionell, aber wenigstens informativ und ganz lustige Bilder dabei. Klar, ne? Arizona, da ist auch, sind auch Feuerwaffen im Spiel. Wer sich dadurch getriggert fühlt, dann ist das eh der falsche Kanal, glaube ich. Also Kopf hoch, ihr steht da durch. Ist aber erst der erste Teil. Ich habe da noch Videos zur Geisterstadt und der Wüste, wo wir durchgerollt sind. Und das kommt aber später, weil ich muss heute Gehaltsabrechnung machen. Naja. Dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß damit. Und was ihr davon haltet, ja, tut es gerne in die Kommentare. Und liken ist immer gut. Daumen hoch. Ja, bis denn. Dann viel Spaß. Die Farbe ist gewöhnungsbedürftig. I want to be able to walk into Walmart and without ID purchase an What instrument do you play? The fun one. I play the fun instrument. It's percussion. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ja, so kann man also auch in der Öffentlichkeit mit seiner mit seinem Kornhühnchen rumrennen, wa? Im Café, im Gitarrencover. Ja, so verbringen viele ihre Freizeit hier. Jeder Schuss 2 Dollar. Naja, wenn es Spaß macht. Keine Sorge, es sind nicht alle schießverrückt und gefährlich. Ich verspreche es. Mit Ausnahme von ihr. Mein Freund der Bär. Nein!
ganz schön cooler Platz hier. Da sind also 12, nee, wie viel, how many food trucks are here? 19 tonight. 19 food trucks. Und dann kann man sich so einen Platz hier mieten, ne? Mit Feuer, was gleich dann angemacht wird. Und man kriegt umsonst hier diese S'more-Sets, da man also Schokolade und so einen Scheiß dann irgendwie grillen kann. Ja, ziemlich geil. So, mach ich jetzt aus und geh essen. Tschüss. Alte Salzfluss. Salt? Salt River. Salzfluss. Kann man Eier drin kochen? Oh, die nice wife, baby. Was willst du machen? Freedom. Zieh an, was du willst. Wildpferde, immer wieder cool. Erstmal Zeit für, wo ist die Sonne? Da. Erstmal Zeit für einen schönen Iced Coffee. Ne, also wenn ihr glaubt, dass das ist dann schon, ne, etwas über einen Liter. Lecker. Ja, also wie drüben am anderen Ufer. Die Wildpferde. Also es ist hier, das ganze Gebiet hat keine Zäune, aber im Boden haben die diese wie so ein Riesengulli praktisch, wo die mit den Hufen nicht drüber kommen. Damit sie nie abhauen. Aber es ist ein Riesengebiet und jeder darf hier rein. Und natürlich ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass man die Pferde in Ruhe lässt. Aber dadurch, dass sie in Ruhe gelassen werden, sind sie einigermaßen, naja, nee, zutraulich sind sie nicht. Also man kann schon bis so auf 10 Meter ran, aber dann gucken sie schon böse und hauen dann auch ab. Aber so geile Bilder wie da. Ich hoffe, man sieht's, ja, weil. Ich kann mit der GoPro leider nicht zoomen. Ich gucke aber mal, ob ich noch ein 5K-Video machen kann und die dann ein bisschen näher ranhole. Ja. Salt River. Alles klar. Bis denne. Ja, da sieht man mal, nicht alles in Arizona ist nur braun, tan und trocken und Sand und was weiß ich. Also wenn man da zu den Flüssen kommt, da nochmal. Ne? 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 Meins? Ja, schon ziemlich hübsch. Gott, ist mir heiß. Puh. Manchmal muss man sich etwas dran gewöhnen. Die Landessprache der Arizonen ist schon komisch.